Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist das nationale Meteorologieinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Dienstleisterin für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, denn in all diesen Bereichen sind zuverlässige Messungen essentiell. Die Arbeit des Fachbereichs 1.5 Flüssigkeiten ist stark von meteorologischen Dienstleistungen geprägt. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt im gesetzlichen Auftrag der Darstellung und Weitergabe der Einheit Durchfluss und den damit verbundenen Kalibrierarbeiten. Das hydrodynamische Prüffeld ist das nationale Normal für Durchfluss von Flüssigkeiten im Bereich Kaltwasser. Die Arbeitsgruppe Darstellung Flüssigkeitsmenge nutzt diese Präzisionsanlage für die Rückführung der Messgröße Durchfluss von strömenden Flüssigkeiten auf die Basiseinheiten des SI-Systems. Hierzu werden Prüflinge in die Anlage eingebaut, um sie auf ihre Genauigkeit der Durchflussmessung zu untersuchen. Der Durchflussbereich der Anlage liegt zwischen 300 Liter pro Stunde bis hin zu 2100 Kubikmeter pro Stunde. Und das bei einer erweiterten Unsicherheit von nur 0,02%. Es können Durchflussmessgeräte mit einem Rohrdurchmesser von 25 mm bis zu 400 mm integriert werden. Das Wasser, das im Temperaturbereich von 10 Grad Celsius bis 35 Grad Celsius gehalten wird, kann im Pumpendirektbetrieb oder über einen Hochbehälter im System eingespeist werden. In dieser hochpräzisen Messanlage sind 18 Pumpensysteme, 61 automatische Ventile, 3 Wärmetauscher, 240 Messsensoren und mehr als 800 Meter Rohrleitung verbaut. Darüber hinaus sind 2 Wasserbehälter mit 45 Kubikmeter und 400 Kubikmeter Fassungsvermögen Teil des hydrodynamischen Prüffelds. Ein Datenbanksystem und ein SPS- und Bussystem bilden die Anlagensteuerung. Die täglich kalibrierten Wagen sind unabhängige Wegesysteme. Sie arbeiten in dem Bereich bis 300 Kilogramm mit einer Auflösung von 0,1 Gramm, im Bereich bis 3 Tonnen mit einer Auflösung von 1 Gramm und im Bereich bis 30 Tonnen mit einer Auflösung von 10 Gramm. Dabei wird das Messprinzip der kraftkompensierenden Wägezelle verwendet. Unterhalb des Hochbehälters befinden sich die Einlassventile in die Messanlage. Hier werden auch Temperaturmessungen des Wassers vorgenommen. Beim Befüllen ist es wichtig, das System zu entlüften, um einen sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten zu können. In einem durchsichtigen Rohrbereich kann das fließende Wasser beim Befüllen der Messstrecke beobachtet werden. Um die hohe Genauigkeit bei der Durchflussmessung erreichen zu können, ist es wichtig, vor jeder Messung eine Dichtemessung des Wassers durchzuführen. Dazu wird eine Wasserprobe dem System entnommen und in einem Analysesystem seine Dichte bestimmt. Dieser Wert fließt als Korrekturwert in die Auswertung der Messdaten ein. Je nach vorgegebenem Durchfluss für die zu prüfenden Durchflussmessgeräte muss die Anlage entsprechend angepasst werden. So ist die Düseneinstellung an der Waage ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung der Präzisionsmessungen. Über eine Bediensoftware werden die Düsen stufenlos eingestellt. Schließlich kann das den Prüfling durchfließende Wasser in den Messbehälter der Waage geleitet und am Ende gewogen werden. Vom Messraum aus wird der gesamte Prozess gesteuert und kontrolliert. In den Messrechnern werden alle Daten der Sensoren und Messgeräte gesammelt und verarbeitet. Anhand dieser Daten wird eine qualifizierte Datenanalyse durchgeführt. Erfüllen die Messdaten die hohen Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems, kann der Kalibrierschein ausgestellt werden. Neben dem bisherigen Kalibrierschein wird auch ein digitaler Kalibrierschein ausgestellt, der den internationalen Richtlinien entspricht und maschinenlesbar ist. Im Zusammenhang mit der PTB-Kalibriernummer am Durchflussmessgerät ist das Gerät kalibriert. So wird die PTB als nationales Meteorologieinstitut Deutschlands seiner Aufgabe des richtigen und zuverlässigen Messens auch im Bereich der Durchflussmesstechnik gerecht.